Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Dana, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Dana live. Ja, nach dem spannenden EU-Duell Claudia Gammon gegen Andreas Schieder, jetzt zwei Herren, die das Ganze frisch von der Leber weg analysieren und interpretieren werden. Rudi Fussi, links außen, wie immer, grinst schon über das ganze Gesicht, das heißt, das lässt sich einiges erwarten. Und Andreas Mölzer, direkt von der Alm, Kärnten nach Wien, Gott sei Dank. Und jetzt bei uns in der Runde, weil ja wohl auch die Frage sein wird, wie stark oder nicht stark wird jetzt der Rechtsruck in Europa. Rudi, Sonntag, Interview des Bundeskanzlers mit einem unbekannten Journalisten in Österreich, ja, hat ein relativ großes Echo geschlagen. Der hat ja da alles gefordert, was gut und teuer ist. 1000 Gesetze weg, Sanktionen gegen Schuldnerstaaten, Sanktionen gegen Demokratiedefizit. Muss dir eigentlich gefallen, dass sie dir jetzt so in den Wahlkampf hineinschmeißt, oder? Ja, das klingt auf den ersten Blick alles gut, aber was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass der Herr Kurz sich selbst anklagt, nicht? Weil diese ganzen Verordnungen, die es gibt und die Mehrzahl davon bestreitet niemand, ist äußerst sinnvoll. Der politische Treiber ist der Europäische Rat und da sitzt der Herr Kurz drinnen und da gilt Einstimmigkeitsprinzip. Der stellt sich jetzt hier und sagt, das ist ein Wahnsinn, die Leute in Brüssel, die kennen sich nicht aus und sagt in Wahrheit, ich bin in Brüssel dabei, ich kenne mich nicht aus. Das ist das alte Spiel, dass wenn man in Wien ist, man sagt, in Brüssel sind an allem schuld. Und dann, wenn man nach Brüssel fährt, ist man so groß, dass man mit dem Hut nicht einmal mehr unter den Teppich reinpasst. Ja. Also du rollst wenig von den Kurz. Ich halte davon überhaupt nichts. Das ist ein rein strategischer Vorstoß, der strategisch Sinn macht. Warum macht er das? Alle Umfragen zeigen, dass die Inhalte, die die FPÖ fordert, einen europaskeptischen Kurs, bei den ÖVP-Wählern, die sich durch das Migrationsthema bei der letzten Nationalwahl gewinnen haben lassen und die der Kurz umgezahlt hat von den Blauen, sagen, dass die Europakritik wollen. Na, was macht der Kurz? Der kracht jetzt aus in einem Selbstmordattentat auf sich selbst quasi, ja? Ja. Weil er genau weiß, dass ihm das was hilft. Ist natürlich eine brutale Attacke auf den eigenen Kurz. Die Frage ist, macht das, weil er Angst hat, dass die ÖVP sonst so schlecht abschneidet? Oder macht das, wie der Bachmeier gestern gesagt hat, weil er weiß, dass die ÖVP gewinnt und das auf seine Fahnen schreiben will? Na, erstens, alle Umfragen zeigen die ÖVP bei rund 30%. Er selbst liegt bei 34 bis 36. Ja? Ja. So, er weiß jetzt schon, aufgrund der Dynamik, die jetzt noch einsetzt im Wahlkampf, die ÖVP wird Erster, dieser Platz ist in allen Umfragen abgesichert. Das heißt, er gewinnt einmal auf jeden Fall. Und jetzt konterkariert er seinen eigenen Kandidaten, das muss man sich mal vorstellen. Der stellt einen Spitzenkandidaten hin und geht dann selber her und sagt, sinngemäß alles, was der redet, der alte Mann, vergesst es ihm. Wir brauchen eine Veränderung, die ganze EU ist eigentlich für den Arsch. Wählt uns, weil wir sind die Veränderung. Ich meine, das ist eine Linie für den Bundeskanzler, die ist ja beschämend. Ich weiß nicht, wie viele Anrufe erhalten in den letzten Tagen, die sagen, spürt sich der noch? Für einen Wahlsieg erneut das Ansehen Österreichs aufs Spiel zu setzen, erinnert die bei der Regierungsbildung, hat es geheißen, es ist eine klar proeuropäische Regierung und man glaubt, die Gefahr gegen diesen proeuropäischen Kurs geht von der FPÖ aus. Jetzt geht der Bundeskanzler selber her und sagt, das ist ein neues Trotteln in Brüssel, da gibt es 1000 Verordnungen, weiß ja keiner, dass er für die meisten selbst davon mitverantwortlich ist. Die Regierungschefs blockieren ja, dass in der Europäischen Union bei den wichtigen Fragen nichts weitergeht und das ist keine Einbildung, das ist ein Fuß ist, sondern wenn ich an den Andi Mölzer übergebe, dann wird das genauso sehen. Wie sieht das der Andreas Mölzer? Es fällt mir schwer, die fussischen Monologe zu unterbrechen. Das kurz am Sonntag, aber jetzt ist ein Mölzer-Dialog fällig. Ein Dialog, ein kurzer Einwurf. Ich glaube, dass der Bundeskanzler ein äußerst geschickter, wenn auch bisweilen sehr opportunistischer Politiker ist. Und er wiederholt das Spiel der letzten Nationalratswahl. Er hat mit den populären freiheitlichen Themen in Sachen Migration damals Wahlen die Wahl gewonnen, überraschend. Und er wird sie jetzt, auch wenn sie jetzt schon sicher ist, dass die ÖVP gewinnt, auf seine Fahnen heften können, indem er das relativiert, was gefährlich sein könnte, nämlich die Karas-Linie. Die Leute wollen die Vereinigten Staaten von Europa nicht. Die Leute wollen das, was die Regierung im Regierungsprogramm postuliert hat, nämlich Subsidiarität. Subsidiarität heißt was, Herr Fussi? Haben wir das letzte Mal schon einen Test gemacht? Bestanden? Dass Entscheidungen dort eben getroffen werden, und dass man nicht tausende EU-Regulierungen brauchen, sondern dass man das wirklich wieder so verändern, dass die EU für die wichtigen, großen weltpolitischen Dinge zuständig ist und wir für die Kleinen in der Kommune, im Land, im Nationalstaat Österreich. Und das ist geschickt von ihm. Es ist allerdings wieder das Spiel mit freiheitlichen Inhalten. Es ist für die FPÖ, auch wenn sie applaudiert dazu, ne, weil sie sagt, wir haben es schon immer gesagt, trotzdem ein bisschen bitter. Der Strache hatte ja schon beim letzten Nationalratswahlkampf
gewisse Aggressionen, weil er gesagt hat, der Mann ist eine Kopiermaschine. Naja, natürlich ärgert dann das. Ne? Sag, jetzt waren wir vor der Nationalratswahl, waren wir fast ein Jahr, glaube ich, stärkste Partei, die FPÖ, ne, in den Umfang. Und dann kommt einer daher von einer Partei, die kaum 20% hat, ne, stürzt den alten Obmann, der etwas müde wirkt, und nimmt, sagt, das hole ich mir alles, diese Inhalte, und gewinnt damit der Wahl. Da kann man schon ein bisschen frustriert sein. Ne? Und jetzt ist es halt so, es wird ein bisschen schwieriger, weil die ÖVP ja nicht 34% macht oder 35%, was der Herr Bundeskanzler hätte bei den nationalen Umfragen. Ne? Und das liegt natürlich daran, dass der Europakurs von Karas halt nicht populär ist. Ich schätze den Herrn Karas, ein liebenswerter, netter Mann. Ne? Aber sein Kurs ist in Österreich nicht populär und das versucht er kurz zu korrigieren. War der Karas der falsche Spitzenkandidat? Nein, glaube ich nicht. Schauen Sie, was wäre gewesen, wenn er es nicht geworden wäre? Dann hätten die eine Zerreißprobe gehabt auf europäischer oder europapolitischer Ebene, die ÖVP. Und so sagt dann, na gut, wenn der Karas wieder Vorzugsstimmenkaiser ist, dann bringt er was. Und das ist die EU-freundliche Linie und die Frau Edtstadler und meine Linie sind die Kritiker. Und so gewinnen wir die Wahl. Er wird sie gewinnen, aber triumphal wird es nicht. Ja. Naja, was ich lustig finde, wir haben das letzte Mal diskutiert über den Ausraster, den Geistigen der sozialistischen Jugend in Wiener Neustadt, die den Lenin-Geburtstag gefeiert haben. Und von Lenin gibt es ja den nützlichen Idioten. Ja. Stimmt. Und es tut mir für den Otmar Karas persönlich sehr leid, dass der sich jetzt in dieser Rolle offenbar wiederfindet. Als nützlicher Idiot für den Otmar Karas. Na, letztlich, Entschuldigung, das wieso? Es ist so unfair, was mit dem passiert. Der Kurz gibt ein Doppelinterview mit der Edtstadler, macht kein Hehl daraus, dass das seine wirkliche Spitzenkandidatin ist. Der Kurz schickt jetzt die Frau Edtstadler im ORF ins Duell gegen den Otmar Karas, Harald Wilimski. Der Sebastian Kurz lässt bewerben alle Regionalkandidaten, wenn du durch Niederösterreich fährst, du siegst jeden Kandidaten, am meisten Sigmar Strache und Wilimski. Mhm. Den Karas siegst nicht. Der existiert nicht in der Wahlwerbung der ÖVP. Da existieren die regionalen Wirtschaftsbund, Bauernbund, Arbeitnehmerbund oder Landeskandidaten, damit die Funktionäre laufen. Der Karas spielt da keine Rolle. Wenn man jetzt vergleicht, was der Otmar Karas inhaltlich will und das vergleicht mit dem, was der Kurz jetzt in dem Interview mit dir gesagt hat, dass das in einer Partei Platz hat, da muss die Partei schon einmal um den ganzen Planeten. Aber was will der Karas inhaltlich? Ich glaube, der Karas hat für sich gesehen, okay, mit einer eigenen Liste, was würde passieren? Der wird 8, 9, 10, 11% machen. Mit der Auswirkung. Den Fong aber kann man nicht vergleichen, Karas ist anders. Nur, was wäre passiert? Ja. Die FPÖ wäre mit Sicherheit stärkste Partei gewesen. Ja. Das wäre sicher passiert. So, und jetzt sagt der Karas, na gut, ich trage das einmal durch. Die wollen mir zwar nicht die eigenen, aber ich bin dann wieder im Europaparlament. Was ist die EU-Linie des Karas, deiner Meinung nach? Ich glaube, dass der Otmar Karas ganz stark auf den Werten fußt, die dazu geführt haben, dass eigentlich die österreichische Volkspartei die am klarsten pro-europäische Partei im österreichischen Nationalrat war. Irgendwann war. Waren das sogar war, mal die Freien. War, richtig. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich sehe die Neos mit Abstand als am klarsten proeuropäische Partei. Es ist mutig, die Vereinigten Staaten von Europa zu fordern. Auf, ja. Aber ganz ehrlich, der Otmar Karas ist in einer undankbaren Rolle. Wilimski schlägt sich sensationell, hat gestern auf Puls 4 in allen Bereichen eines repräsentativen Panels gewonnen. Nur, dass die Karas-Linie so unpopulär ist, da kann man jetzt demoskopisch dagegen halten, Herr Mölzer, weil die 30% der Wilimski hat reichen für den ersten Platz bei diesen SEA-Befragungen, aber 70% haben eine andere europapolitische Position als die FPÖ. Jetzt teilen Sie auf fünf Parteien. Also insofern, die auch teilen Sie auf fünf Parteien. Natürlich, genau. Ja, ja. Selbstverständlich. Da muss ich jetzt unterbrechen oder einhaken, das ist natürlich wahr. Wilimski hat das Alleinstellungsmerkmal des Kritikers. Haben Sie immer schon 70% gesagt? Ich erinnere mich, war ja unser erster runder Tisch, da, was ich gesagt habe. Genau. Der, und der das bestätigt sich, und Sie sagen ja richtig, 70% sind dagegen. Das ist schon richtig, aber 30% hätten einmal für ein prima Ergebnis reichen. Die Frage an den Andreas Mölzer, weil auch das hat er ja schon ein, zwei Mal angedeutet, wenn der wirklich 30% macht, reicht das für Platz 1? Na, das ist die Frage. Weil der war gestern in allen Kategorien über 30% und das hat wieder mal gezeigt, der Rudi Fussi hat das völlig richtig gesagt, wir wissen alle, dass es ungefähr 30-33% EU-kritische Österreicher gibt. So ist es, ja. Und die sind gestern bei dieser Puls-4-Umfrage geschlossen angetreten. Und zwar in allen Fragen, die vom Klimaschutz Frage bis ist, zur gehen die geschlossen zur Wahl. Ne? Weil da ist jetzt die Mobilisierungsfrage, das wie ist wir die wissen, Frage. Genau. Den Kritikern, EU-Kritikern besonders schwierig, das wissen wir eh. Könnte diesmal besser gehen. Könnte diesmal umgekehrt sein. Naja, es könnte diesmal auch deswegen besser sein, weil man endlich einmal von der EU-kritischen Seite was bewirken könnte. Ja. Weil früher
Früher waren das zwischen was weiß ich, an die 20%. Jetzt sind es unter Umständen wesentlich mehr. Aber eins möchte ich schon sagen, ich bin also keineswegs der Ex-Offo-Verteidiger des Herrn Bundeskanzlers. Gell? Aber ihm nur wahltaktische Überlegungen zu unterschieben, ist meines Erachtens falsch. Ich habe das Gefühl, dass Kurz mit seiner großen internationalen Präsenz eine Drohkulisse aufbaut gegenüber dem Brüsseler Zentralismus, wo er unter Umständen wirklich was ändern will. Ne? Das Neuverhandeln des Vertrags, was ja gar nicht in freiheitlichen Sinne sein muss, wegen des Einstimmigkeitsprinzips, aber das Neuverhandeln des Vertrags in eine andere Richtung, die stärkere Subsidiarität, die Abschaffung oder Bekämpfung der Überregulierung, deuten schon darauf hin, dass Kurz mehr will, wie nur eine Wahl bei einer Wahl 2%. Na, ganz ehrlich, Herr Mölzer, wir wissen, die Botschaft höre ich wohl allein, mir fehlt der Glaube. Wenn ich mir anschaue, was diese Bundesregierung und die Bundesregierungen davor getan haben, um die Bürokratie in Österreich abzubauen, ich sage nur Stichwort einheitliches Jugendschutzgesetz, Lächerlichkeiten, ja, wo man nicht weiterkommt. Die Transparenzdatenbank, wo die Länder und die Gemeinden ihre Förderungen eintragen sollen, probieren diese 20 Jahre zu machen. Ja, also, das ist schon Gerede. Mir ist trotzdem die österreichische Bürokratie noch immer lieber wie die Brüsseler. Ich kenne die. Und da ist unsere Bevor wir jetzt über die einzelnen Kandidaten reden, reden wir über das große Ganze. Da deutet sich doch bei dieser EU-Wahl, das sieht man in neuen Umfragen, ein gewaltiger Rechtsrutsch an. Ja. Ist das so, Herr Mölzer? Es ist in der Tat so. Schauen Sie, auch wenn wir jetzt hören von den Verharmlosern, dass die Migration ja zurückgegangen ist auf 50.000 von was weiß ich wie viel Hunderttausenden vor ein, zwei Jahren, dann ist es doch so, dass wir dieses gewaltige Problem haben und dass die europäischen Nationen offenbar in einer Art Notwehrmodus sind und Parteien wählen oder zumindest ein Teil, tendenziell 20-25%, ein Teil Parteien wählen, die sagen, Schluss mit der Massenmigration, B, eine Veränderung der Brüsseler Situation. Das ist für die Europawahlen wichtig. Und dieser Faktor wirkt sich aus, dass die Brexit-Partei des Herrn Farage, den ich persönlich überhaupt nicht mag, wirklich, ich kenne ihn, gell, von 10 Jahren, aber dass die wahrscheinlich stärkste Partei werden wird in England, dass die Marine Le Pen, die ich schon wesentlich lieber habe, in Frankreich stärker sein wird wie der Macron. Ne? Das bedeutet was, dass die AfD sicher punkten wird, wie hoch werden wir sehen. Ne? Dass der Salvini Richtung 35-40% marschiert. Das ist kein Zufall. Nur weil er so lieb ist, das Salvini nicht. Ne? Sondern da ist schon in der Bevölkerung eine Stimmung. Wie sieht das da, Rudi Fussi? Naja, ich finde es viel spannender, dass die alten Blöcke aufbrechen. Du hast jetzt dann den Macron, der mit dem sozialistischen Premier von Portugal gemeinsam eine Fraktionsgemeinschaft gründen will. Damit hätte die sozialistische Fraktion zumindest den Portugiesen weniger. Der wollte schon mit Kärntner Fraktion gründen, wie wir beide wissen. Ich weiß. Also das ist jetzt sozusagen extrem spannend, weil da alte Dinge aufbrechen. Ja, das stimmt. Das finde ich interessant. Man muss nur eins sagen, ich finde es total lustig bei Migrationsthemen. Nicht? In Ungarn ist Migration das bestimmende Thema, die haben keinen einzigen Flüchtling. Ja, aber deswegen. Also, aber das ist doch letztlich... Deswegen, weil der Herr Orban das verhindert hat. Ne? Ja, aber deswegen kann es ja eigentlich kein Thema mehr sein. Wenn ich heute sage, retten wir die Regenwürmer, aber es gibt keine, na, wo soll ich dann retten? Aber sagen Sie den Österreichern, dass es keine Regenwürmer gibt. Ne? Also das heißt, keine Tiervergleiche mehr. Mölzer ist davon überzeugt, dass es einen ordentlichen Rechtsruck geben wird am 6. Also, vor allem auch einen qualitativen. Also, weil die Etablierten, siehe Kurz, ja die Dinge nachbeten, die diese rechten Parteien auf ihre Fahnen geschlagen haben. Also qualitativ heißt auch, die ÖVP rutscht nach rechts. Auch konservativ oder Mitte. Ist längst passiert. Bei ihm dem Rechtsruck, der da jetzt sein kann, ja, könnte Le Pen erst in Frankreich, Farage, Salvini, Megasieg, Orban, Megasieg, AfD, nur noch 1 Prozentpunkt hinter der SPD. Ja, also wer die Bekennerquoten der AfD kennt, kann jetzt schon darauf wetten, dass die am 26. vor der SPD liegen werden. Kann es in diesem Sinn passieren, dass der Wilimski in Österreich Erster wird? Naja, die Umfragen deuten nicht darauf hin. Die Umfragen deuten auf einen Gewinn hin, aber jetzt nicht auf einen Erdrutsch. Da müsste sich was bewegen. Und das ist wohl auch der Grund der Kurzschen Strategie, dass er sagt, na hoppla, jetzt bremsen wir mal ein. Ihr braucht nicht den Wilimski wählen. Ich bin auch für all diese Dinge nicht zuständig. Bevor es zu einem Erdrutsch kommt, melde ich mich selber und versuche das Umfrageergebnis, so wie es jetzt ist, zu stabilisieren. Das ist sicher ein Teil seiner Erwägungen. Damit nicht
Österreich ist sogar ein Inserat von Kurz drinnen, der kandidiert nicht einmal und es ist ein großes Inserat drinnen. Wählen wir auch in Europa die Veränderung? Der hat es in der Hand, der sitzt im Europäischen Rat, der Bursche. Der kann ja was bewegen. Ja. Dort, wenn es um Entscheidungen ankommt, über den Heinz Fischer aber hat man gesagt, Fussi. Der ist aufs Klo gegangen, wenn spannend worden ist. Der Kurz bleibt sitzen und bringt den Mund nicht auf. Österreich, also, Österreich ist ja nicht die Hegemonialmacht in der Europäischen Gemeinschaft. Wir sind 8 Millionen. Wir sind ein kleines Land. Darum bitte können Sie dem Herrn Bundeskanzler nicht vorwerfen, dass er nicht alles durchsetzt in Brüssel. Er kann Nein sagen, es gibt ein Vetorecht. Da haben andere das Reden. Da haben wir aber Vetorecht gibt es. Spannend ist, Mölzer ist derzeit nicht der Meinung, dass der Wilimski Erster werden kann. Dazu fehlt Ihnen Ihrer Meinung nach die Dynamik derzeit. Da müsste es ins Rutschen geraten. Ne? Ja. Aber ein super Ergebnis. Das spüren Sie derzeit noch nicht. Das werden wir sehen. Es sind viele Faktoren, die also da mitspielen. Auch die internationale Entwicklung. Wie tut es in den anderen Ländern? Weil das ist ja eine Wahl, die wie kommunizierende Gefäße funktioniert. Ne? In dem Moment, wenn es heißt, der Salvini ist der Stärkste in Italien, dann bedeutet das für uns natürlich, wo wir halt Freunde sind, schon einen Anstoß, ne? Oder einen Ansporn. Und. Und das, vieles ist möglich. Weil es könnte natürlich passieren, dass durch die Polarisierung der letzten Wochen, Wolf, Böhmermann etc., die FPÖ-Basis viel aufgeweckter, viel angefressener, viel wütender ist, als sagen wir die SPÖ-Basis oder die Pro-Europa-Wähler der ÖVP, die sie vielleicht einen schönen Sonntag machen, während die FPÖ-Wähler Protest wählen gehen. Schauen Sie, bei den SPÖ-Ergebnissen in den Umfragen zum Beispiel, die relativ gut sind, da frage ich mich manchmal, warum sind die gut? Ist das wirklich so? Oder ist das nur die Bekennerfreude in den Umfragen und wird sich nicht widerspiegeln im Wahlergebnis? Ich weiß es nicht. Die Frage ist ja, wer kommt? Wer kommt? Weil wenn kommen die Wiener SPÖ-Wähler, so wie beim letzten Mal, als der Häuble dann den Strache betoniert hat, in einer ähnlich emotional polarisierten Situation, oder kommen diesmal die FPÖ-Wähler, die ja die letzten Male in Wien eher ausgelassen haben? Naja gut, aber es waren immerhin noch 30%, die in Wien gewählt haben. Das naja, es hat der Hofer schwer verloren in Wien, es hat der Strache schwer verloren, es hat sogar die FPÖ bei der letzten Nationalratswahl schwer verloren in Wien. Wien ist sicher das Problem. Also die Frage ist, wer setzt sich in Wien in Bewegung? Was glauben Sie? Also ich hoffe, dass es in dem Fall zutrifft, was Sie selber sagen, ne? Dass die Leute eben Kampagnen sehen, dass sie sehen, dass sie, was weiß ich, die ganze Geschichte mit dem ORF und so weiter, dass sie ein Movens haben, eine Motivationslage, die sie hintreibt. Ne? Okay. Als FPÖ-Wähler, nicht? Das hoffen Sie als FPÖ-Wähler. Das ist natürlich jetzt mal persönlich. Und was hofft aber das ist die große Frage. Da geht es nicht um Hoffen, sondern was glaubt der Fussi? Ich glaube, also ich weiß, dass es ein massives Stadt-Land-Gefälle gibt, so wie bei den letzten Wahlen auch. Soll heißen, ÖVP und FPÖ tun sich im Land viel leichter als in den Städten. Du hast ein Gefälle beim Einkommen, das auch mit der Bildung korreliert. So heißen, wenn du ein bisschen bläder bist, verdienst du weniger, weil du eine schlechtere Ausbildung hast. Ist ganz normal. Also das ist so. Das heißt, wir sehen, die FPÖ zum Beispiel, dass Wilimski gestern gewonnen hat, sagt mir das Meinungsforschungsinstitut OGM, liegt daran, dass es Wilimski gelungen ist, massiv schlecht gebildete Arbeiter, die normal SPÖ wählen, zu sich zu holen. Nein, da muss ich was sagen. Und das sind Dinge, ganz kurz nur also die FPÖ ist längst die Arbeiterpartei. Das ist interessant, dass zum Beispiel der Harald Wilimski, das sagen mir jetzt viele Leute, das gestern ein Fachleiter bei, oder? Dass der Harald Wilimski es schafft, mit einfachen Worten die komplizierten Probleme der europäischen Politik. Komplizierte schafft er auch nicht, muss man fairerweise sagen. Nein, das ist ein Blödsinn. Aber das schafft es nachzubringen. Wir gehen kurz in eine Werbepause und dann reden wir über jeden dieser Kandidaten einzeln. Wer ist wie aufgefallen, wer ist in Deutschland, wer könnte gewinnen? Wir sind gleich wieder da. Bellner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Bellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Bellner Live. So, zweite Runde im Duell Fussi-Mölzer und wir diskutieren heute mal über die EU-Wahlen. Wie steht's? Wie waren Schieder und Klamon jetzt gerade im Duell? Wie waren die Kandidaten gestern auf Puls 4? Allgemeine Meinung, der Wilimski ist derzeit die positive Überraschung, sogar für den Rudi Fussi. Mir überrascht es total, dass der auf Puls 4 das so deutlich gewonnen hat beim repräsentativ zusammengestellten Panel. Aber natürlich stimmt das, was der Andreas Mölzer sagt, der hat das Monopol
wenn man so will, auf EU-Kritik, da grätscht der Kurz jetzt rein, macht wahltaktisch total viel Sinn, für einen Kanzler eigentlich ein Rücktrittsgrund. Das ist ein Rücktrittsgrund? Entschuldigung, von einem Wahlkampf. Da waren Sie einer für einen Wahlkampf seiner Partei. Nein, aber wenn jemand als Bundeskanzler von sich selbst fordert, weniger beschließen zu sollen, dann braucht er sich nur weniger beschließen. Herr Fussi, jeder, der Europa reformieren will, das ist ja nicht fordern. Gegen Europa, ist ja nicht anti-europäisch. Einer, der Europa liebt, muss für Reformen eintreten. Jeder, ich auch. Ja. Ich bin heute der Verteidiger des Bundeskanzlers, fällt mir auf. Aber das muss er ja machen. Weil er die schwachsinnige Position vor allem die Sanktionen gegen demokratiefeindliche Staaten, die Sanktionen gegen Schuldenstaaten. Ja, aber weißt du, was interessant ist? Da bin ich absolut dafür. Ich finde nur dann extrem spannend. Man hat die Spitzenkandidaten in der Puls4-Diskussion ja mit dieser Ja-Nein-Tafel befragt, wofür sie sagen. Und dann hat man gesagt, na, ist man für Sanktionen gegen EU-Staaten. Der Einzige, der Nein aufgezeigt hat, war der Herr Wilimski. Ja, der hat gesagt, seine Freunde in Ungarn, denen darf nichts passieren. Ja. Das ist eh klar. Das ist ja der spannende Punkt. Ich sage ganz ehrlich, das ist nicht ja der spannende Punkt. Da grätscht der Kurz in die kritischen EU-Wähler hinein, aber mit einer Position, die diesmal ist anders als beim Nationalratswahlkampf, schon konträr anders ist als die der FPÖ. Nein. Muss man sagen. Er hat das im großen Teilen übernommen, weil das mit der Regelungswahnsinn des EU-Vertrags ändern, Einstimmigkeitsprinzip ist was anderes. Schuldenstaaten, die sind natürlich nicht dafür, dass Italien Sanktionen bekommt, die FPÖ. Entschuldigung, wenn Italien wegen der Schuldenpolitik Sanktionen bekommen würde und es zum Widerstand der Salvinis käme, man muss sich vor Augen halten, wir sitzen da jetzt auf lustig, aber würde die Europäische Zentralbank den Zinssatz nur um 0,25%, einen Viertelprozentpunkt erhöhen, wäre Italien in ärgsten Problemen. Ja, sag mal. Also da muss man schauen. Ich glaube, der Wahlkampf unterscheidet sich von den anderen von der Methode her gar nicht. Der Kurz geht zum Schluss her, macht den großen Superstar, übernimmt der FPÖ-Thema, das schwachsinnig ist, ist ja daran, dass er an sich selbst appelliert. Er sagt, der Jurat ist zu mächtig, er sitzt selber drin. Der Herr Kurz hat nichts dafür getan, das heißt, dass diese auch du bist nach wie vor der Meinung, dass die ÖVP diese Wahl gewinnt. Selbstverständlich. Jetzt auch dank Kurz. Obwohl alles so schwachsinnig ist. Ich glaube, und das weiß, wissen wir aus den letzten Untersuchungen. Selbstverständlich gewinnt die ÖVP die Wahl. Herr Mölzer, bei allem Respekt, eine aufgeklärte Demokratie funktioniert mit aufgeklärten, gebildeten Bürgern. Und das ist auch die Begründung, warum in Österreich so gut wie nichts funktioniert. Wenn man mit solchen Einfachbotschaften durchkommt, dass also, man sagt, scheiß Bürokraten so dumm, wie Brüssel. Jetzt so Rudi Böhmermann. Ja, weißt du, was da unten ist? 8 Millionen Debile. Rudi, auf den habe ich schon immer gewartet, dass du hier endlich den Böhmermann abziehst. Dass du endlich den Böhmermann abziehst. 8 Millionen Debile hast du gerade gesagt. Der Unterschied, das hat Thomas Bernhard geschrieben, 6,5 Millionen. Ich sage da einen Unterschied zwischen Böhmermann und Sebastian Kurz. Der Jan Böhmermann sagt, 8,5 Millionen Österreicher sind debile. Ja. Der Bundeskanzler Kurz behandelt 8,5 Millionen Österreicher als debile, wenn er sagt, die EU braucht 1000 weniger und Verordnungen und da muss sich was ändern. Rudi er selbst Fussi kann sich ja ändern. Alla Rudi Böhmermann sagt was? Rudi Böhmermann sagt was? Ich sage, dass es ein Armutszeugnis ist, dass ein Bundeskanzler zu so einem Mittel greift und damit die proeuropäische Geschichte also seiner eigenen Partei zu Grabe trägt. Ich bin einmal grundsätzlich auf einer proeuropäischen Linie. Bitte, ich bin 78er Baujahr, 89 ist die Mauer gefallen. Ich bin aufgewachsen in diesem Europa. Der Bursche ist ja auch aufgewachsen, der ist 32, der kennt nur dieses vereinte Europa, der weiß nicht, wie es war, als Europa noch zerfallen war, als da noch Krieg geführt worden ist, als Europa wirklich in wirtschaftlich dramatischen Situationen war. Es war unsere Aufbaugeneration, die das aufgebaut hat. So schmeißt man doch nicht weg. Aber die ÖVP gewinnt und der Kurz macht zwar alles die falsch. Die ÖVP gewinnt, der Herr Wilimski wird guter wird Dritter. Bevor der Herr Fussi hyperventiliert und dann aufgeht, als Thomas Bernhard, als trivial Thomas Bernhard hier den Österreichern die globale Dummheit dichtet nicht so schön. Ich kenne noch keinen Rudi Drama, Bernhard, kein Rudi Roman Bernhard. Von ihm. Aber muss man schon sagen, bitte, es ist Ihnen herzlich eingeladen, wenn es lesbar ist. Aber ich sage Ihnen eines, es ist nicht so, dass das ein Unsinn ist. Es gibt die Überregulierung in Brüssel. Es gibt eine Bürokratie, die einen wahnsinnigen Regulierungswahn hat mit Geboten und Verboten. Und da hat der Bundeskanzler recht. Gebiete. Natürlich übernimmt, ja, was heißt Gebiete? Gebiete, das es kann gibt jeder. 6.300 Verordnungen und er will 1.000 zurücknehmen. Da wäre der Binnenmarkt zerstört, Herr Mölzer. Ja, unbedingt, das ist ja wieder zusammenbrechen. Ja. Das ist ein Blödsinn. So, aber Fussi, wir wollen ja den Kandidaten abgehen. Aber Sie machen einen braven Verteidiger der Regierung. Der Kandidat
Der Kandidat Karas enttäuscht im Wahlkampf? Ich glaube, der ist enttäuscht von Sebastian Kurz. Das siehst du eben nirgendwo mehr. Ja, die ÖVP versteckt ihm ja. Und wenn es ihm sagt, sagt es ihm von hinten. Das ist eigentlich. Also Karas ist deiner Meinung nach im Wahlkampf nicht präsent. Ich finde, Karas hat in diesem Wahlkampf keine Chance, so komisch das klingt, weil er ständig von der eigenen Partei konterkariert wird. Ich habe Mitleid mit ihm, das ist richtig. Aber Karas ist im Wahlkampf, Herr Mölzer? Dass er nichts reißt. Also, der Karas wäre ein guter Diözesanbischof geworden. Gell? Ja. Aber er ist ein liebenswerter Mensch. Ne? Ja. Schauen Sie, der wird wahnsinnig froh sein, wenn er wieder einer von 14 Vizepräsidenten des Europaparlaments ist und dort ausdienen darf. Das ist die Realität. Sie meinen, der Wahlkampf ist für den der Horror? Naja, lustig finde ich das offensichtlich nicht. Also eine Enttäuschung für Sie. Nein, es ist keine Enttäuschung. Von vornherein habe ich das gewusst, dass das so sein wird. Aber Entschuldigung, lieber Andreas Mölzer, ein anständiger Mensch, der Herr Karas, aber ein kluger Mann, ein guter Bischof. Aber ja, vorher wäre, glaube ich, angebracht. Wilimski, positive Überraschung? Wilimski hat sich sehr entwickelt, das muss ich wirklich sagen. Da haben ihm viele meiner Freunde gesagt, naja, aber das packt und so. Es ist wirklich erstaunlich. Das muss ja Fussi und die ganzen Meinungsumfragen bestätigen, dass er sich da war macht. Unglaublich gestern, nicht? Ja, alle Kategorien gewonnen in der TV-Duell. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, es war ja schon wiederholt bei diesen absolut. Ich finde es total... Wilimski, Überraschung im Wahlkampf? Nein, ich finde die Zustimmung der Bevölkerung überraschender, weil dass man im Bereich Klima- und Umweltschutz als Nummer 1 aus dem Feld geht mit der Position, es gibt kein Klimawandel. Gewaltig, Also da musst echt, ich weiß nicht, ob 8,5 Millionen Debile glaube ich nicht, aber... Aber ich bin schon wieder beim Böhmermann. Jetzt passt aber ich mein, auf, jetzt kommen da die 8 Millionen Debilen bald über die Aber ich glaube, dass der Wilimski einfach diesen USP, diese Unique Selling Proposition, dass er sagt, ich bin der Einzige, der hergeht und sagt, egal was mir Wissenschaft, Fakten, Mathematik sagen, ich bleibe bei meiner Position. Kann der noch gewinnen? Das glaube ich nicht. Ich sage ja. Ich glaube das nicht. Außer es passiert eines. Ich meine, erinnert ihr an die Diskussionen, die wir immer gehabt haben beim Haider mit dem Schmidt-Schmiedl-Prinzip? Ja. Ich war immer der Auffassung, wenn die Roten auch auf das Ausländerthema gehen, nutzt das der FPÖ. Kann es nicht sein. Bei der letzten Nationalratswahl war es nicht anders. So. Aber kann es nicht sein, dass wenn der Kurz jetzt in die Brachialrolle geht, dass sich erstens Bürgerliche, die gesagt haben, naja gut, den Kurze... Kurs ist, schauen wir mal, der will halt noch ein bisschen was, aber der Karas ist anständig, den will ich. Sind die jetzt verschreckt nach dem Vorstoß vom Kurz? Kann ich mir vorstellen. Ja, und das Zweite ist, dass Freiheitliche, dass er vielleicht sogar, und da bin ich schon fertig, sind Sie schon wieder dran. Danke. Bitte gern. Dass vielleicht also, er sogar hilft, der FPÖ Freiheitliche zu mobilisieren. Kann Wilimski noch Erster werden? Theoretisch ja, ich glaube es nicht. Kann er Zweiter werden und was ist mit Schieder? Ist der Schieder eine positive Überraschung im Wahlkampf? Ich glaube, dass der Schieder, bis jetzt mit Abstand die positivste Überraschung im Wahlkampf ist. Und Ich sage warum. Weil du kannst dich erinnern an meine Einschätzung, dass ich gesagt habe, das wird hart genug für die SPÖ über 20% zu kommen. Der liegt jetzt stabil bei 25-27% die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe den Eindruck bei den Fernsehdiskussionen, dass der Schieder so wie ausgewechselt, ja, kämpferisch, emotional, so kennt man gar nicht, so hätte er wahrscheinlich auch den Bürgermeister in Wien gewonnen, wenn er sich so gesagt hätte. Also, definitiv. Nur, die Bäume wachsen nicht in den Himmel und die Frage bleibt, ob so etwas, wo ist René Wagner? Ich kriege einen Notkampf, schauen Sie, die Frage bleibt, wo ist René Wagner? Ja, wo ist sie? Ich komme wieder zum Rest. Ja, nicht vorhanden. Nicht vorhanden. Fehler. Ein Fehler. Naja, wenn man sieht, dass sie gute Persönlichkeitswerte hat und gleichzeitig der Kurz und der Strache im Wahlkampf aktiv sind, mit Kogler ein Parteichef sogar kandidiert und jetzt die Meinl-Reisinger nach ein paar Wochen Babypause wieder in der Lage ist, mehr Opposition zu machen als die gesamte SPÖ. Fertig. Gut, Mölzer. Danke. Also Wilimski könnte wirklich Erster werden, wenn die ganzen EU-Euphoriker jene Positionen, die eben der Herr Fussi vertritt, auch nachvollziehen, dass 8 Millionen Österreicher Vollidioten sind. Dann werden sie die Leute was denken und dann wird Wilimski Erster. Hat ja so niemand gesagt. Naja, sie haben es mehrfach gesagt. Dafür sind sie gescheit genug. Nein, ich bin ja nicht ganz so hyperintelligent wie Sie, aber das habe ich schon aber gehört. Aber dafür trotzdem dass 8 ganz Millionen, gescheit wurden eigentlich. Das lieb von Ihnen, lieb von Ihnen. Dass 8 Millionen Österreicher Vollidioten sind, das lassen wir mal so stehen. Ne? Und wenn das so ist, wenn die Leute das hören, dann hoffe ich, dass Wilimski Erster wird. Ich glaube allein, dass der liebe Rudi Fussi nicht ganz so ernst genommen wird, wie Böhmermann auch nicht. Ne?
Und das ist also dafür der Odin Wiesinger. Wie alle Umfragen, das ist ein sehr interessanter Maler, Umfragen zeigen, eine knappe Geschichte werden wird. Und das hängt wirklich von der Mobilisierung ab. Geschichte zwischen Kurz und Willing? Nein, zwischen den drei. Zwischen allen drei. Wie sehen Sie die Schiene? Wie sehen Sie den Schiene? Ja, an sich von der persönlichen Performance auch überraschend gut. Ne? Nur dürfte die SPÖ da in den Umfragen über ihren Wert gehandelt werden. Also ich glaube, dass da der Bekennermut der Leute größer ist und dann die Mobilisierung bei der Wahl kleiner. Also ich frage mich schon genauso wie unser kleiner Österreich-Beschimpfer, wo ist die SPÖ, wo ist die Rendi Wagner, wo ist dort die Partei? Das wäre ja für die eigentlich eine Jahrzehntchance, die Regierung wieder mal zurückzuschlagen und Erster zu werden. Ja, der ich glaube nämlich auch, dass der Schieder besser ist. Wenn der immer so gewesen war, war er jetzt Wiener Bürgermeister. Hätten, wenn mein Tant vier Radl hätte. Na, aber wäre Kernspitzenkandidat geworden, wäre er Erster, ganz ja, sicher. Ja, das glaube ich. Ohne Zweifel. Das glaube ich. Ganz sicher. Vielleicht haben sie auch ein Startup irgendwo mit dem Kern zusammen, dann kriegen sie einen Posten als Aufsichtsrat. Und sie holen wir dann für die Firmenzeitung. Aber jetzt sage ich Ihnen eins, es ist wirklich witzig. Der Kurz schaltet sich zentral ein, der Parteichef der ÖVP. Der Strache ist auf den Plakaten zentral oben. Und die Frau Rendi habe ich persönlich ganz vergessen. Das ist schon eine schwache Sache. Ja. Gamon, Claudia Gamon. Naja, schauen Sie, der Lieblingsfeind Ihres Blattes. Ne? Ich nenne jetzt den Namen nicht. Er meint den Charnay. Charnay, verstehe. Bejubelt die Frau Gamon. Der Leitungsstand. Eher aus der erotischen Sicht als aus der Kolumnist. Ihr kolumnistischer Lieblingsfeind. Meint aus der erotischen Sicht. Eher aus der erotischen Sicht, dass die Gamon super ist und dass er sie wählt. Habe ich ein gewisses Verständnis. Ne? Das ist aber ein sexistischer Scheißtrick jetzt. Warum, wenn ich sage, ich habe ein gewisses Verständnis? Für seine Position. Der darf ja Verständnis haben. Herr Fussi, ganz auf. Auf jeden Fall ist die Sache die von ihren inhaltlichen Positionen. Ne? Ja. Das ist forsch und liebenswürdig vorgetragen und sehr hübsch, aber vom Inhalt, ne? Also die ganzen Geschichten mit den Vereinigten Staaten von Europa, liegt sie daneben und fährt sie ein Minderheitenprogramm. Ne? Na ja, EU-Pass. Was spricht dagegen? Schauen Sie, es sind alles Maßnahmen, die weiter... gemeinsame Armee? Wenn man isoliert sagt, warum nicht? Ne? Aber insgesamt sind das alles Maßnahmen, die zu mehr Zentralismus und zu einem Staat Europäischer Union führen. Das will's ja. Aber die Menschen nicht. Und das Rudi, Claudia Gamon? Ich bin sehr beeindruckt von ihr, muss ich wirklich sagen. Ich finde, sie ist die positive Erscheinung dieses Wahlkampfes. Sie macht ganz seriöse Politik und sie nimmt Positionen ein, im Unterschied zum Bundeskanzler, nicht nach dem, was in Umfragen populär ist. Weil sonst täte sie auch so. Eigentlich genau sondern das Gegenteil. Was ja aber ein Konzept für die Neos sein kann, weil die ja nur 10-15% haben und die Spitze zuklar, kann das ein Konzept sein. Ja. Nur, dass sie hergeht, Vereinigte Staaten von Europa, der europäische Reisepass, den wir in Wahrheit schon haben, weil wir haben ja heute, da steht schon Österreich oben. Aber ich finde die Position, dass man sagt, gerade bei der Neutralität sind die Österreicher so hackig, gemeinsame EU-Armee, und ich finde, sie lässt die Burschen und Herren im Ring da relativ alt ausschauen manchmal. Mhm. Also ich würde mich für Sie sehr freuen und eins muss man auch sagen, die Neos haben mit dem Plakat von Meindl, Reisinger, Gries und Gamon mit Abstand das beste Wahlplakat mit dem Titel Vereinigte Taten von Europa. Und ich glaube, das trifft die Erfülle zu in dem Land, dass die sagen, wir wollen mehr Taten sehen in Europa. Also die wirklich also die Gamon ist eine Neos. Positive Überraschung. Ich muss ehrlich sagen, ist wie selten zuvor bei einer Wahl. Ich habe keine Ahnung, wen ich wählen werde. Werner Kogler? Ja, schauen Sie, die Grünen haben eine leichte Chance, wieder zurückzukommen ins politische Geschehen durch diese Wahl. Das ist schon fix. Ja, es schaut so aus. Ne? Aber insgesamt, was wird bewegt? Ne? Was wird bewegt? Schauen Sie, dann kommt eben noch Vogelhuber dazu, wo man sieht, der kann einen Leid tun, oder? Ja, dass er sich das antut. Der hat doch irgendwie gehofft noch einmal, dass ihm die große Sympathie Entzugserscheinungen und Dankbarkeit der österreichischen EU-Anhänger gegenübersteht. Und es gibt keine Dankbarkeit in der Politik. Würde ich gerade sagen, keine politische Kategorie. Sieht man beim Vogelhuber. Man ist rasch vergessen im Leben. Aber insgesamt hat natürlich der Herr Fussi recht, verglichen mit der Frau Gamon sind das alles alte weiße Männer. Ne? Das ist ja das neue Feindbild der zukunftsorientierten Politik. Und das ist halt so. Ne? Die Politik auch im Europaparlament, ne? Die Silberrücken, ne? Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa und so weiter. Und okay, wir noch von ihm. Also, halt Schlussfrage, wer gewinnt, Herr Mölzer? Also, ich bin Realist und als gelernter Österreicher würde ich sagen, ziemlich knapp ÖVP und ein Rennen um den Platz 2 zwischen SPÖ und
FPÖ. Und europaweit ein klarer Rechtsruck in Richtung... Ja, das ist dann die Frage, das sicher, das ist dann die Frage, wie man das politisch umsetzt oder ob das nur ins Leere läuft. Das ist und regieren Frage. Wird in Zukunft eine Allianz SP, das war ja Liberale? Bis jetzt haben wir immer große Koalitionen gehabt. Aber es könnte jetzt ja SP-Liberale auch werden. Ne? Naja, schauen Sie, die haben alle zusammengearbeitet, auch mit den Kommunisten. Mhm. Da gibt es ja ganz linke, wirklich noch kommunistische Gruppierungen. Das war überhaupt kein Problem. Nur mit den Rechten, da haben sie gesagt, oh, pfui, Rechtspopulisten. Und das ist die Frage, ob man eine Kraft, die so stark wird, noch übergehen kann. Da ist die Frage, kommt der Karas-Kurs oder kommt der andere Kurs, kommt der österreichische Kurs? Weil der Karas sagt, nein, um Gottes Willen, den hat niemand, der kommt Weber auch. Kommt der Karas-Kurs oder kommt der österreichische Kurs, ist gut. Ja, es ist das ja der österreichische Regierungskurs. Das muss man sich merken, der Regierungskurs. Anders, Rudi, wer wird gewinnen? Ich möchte nur zuerst noch mal sagen, weil wir alle besprochen haben, kurz noch zu den Grünen, nämlich, weil ich finde, die haben einen Vorteil, der Klimawandel ist für immer mehr Menschen ein Thema. Und den verkaufen die Grünen, auch wenn die Umfrage gestern ein anderes ergeben hat, meines Erachtens am glaubwürdigsten. Und ich glaube, es gibt so ein emotionales Moment, wo man sagt, ja, die sollen wieder mal was reißen und der Kogler, den schätzen, für das geht um nichts. Entschuldigen dafür, dass wir es ausgeklaut haben aus dem Parlament. Ja, ich glaube, dass das wirklich Bussi so einfach zurück ist. Sind Bussi zurück. Und die Sarah Wiener hat, warum es den nicht stärker vorhin hinstellen, verstehen. Ja, die ist untergegangen im Wahlkampf. Völlig, tolle Frau, aber tolle Frau, war nicht präsent. Weil Ernährung als Thema, die da auch für einen Wahlkampf reichen, wenn du das wirklich durchziehst, die könnt doch Österreich fahren, auf jeden Stadtplatz kochen, mit den Leuten über gesunde Ernährung reden. Also, und wer gewinnt, Rudi? Schluss? Ich glaube, noch immer. Ja? Die ÖVP wird Erster, aber die SPÖ wird Zweiter. Aber jetzt betonst du noch immer. Ja, kann sich erinnern. Du beginnst zu überlegen. Nicht wirklich. Die ÖVP wird Erster, die SPÖ wird Zweiter, die FPÖ wird Dritter. Ich sehe die Grünen vor den Neos. Vor den Neos. Vor den Neos. Trotz deiner Liebe zur Frau Gammel. Ich glaube einfach, es kann sehr knapp werden, könnten durchaus auch die Neos vorne sein. Na, inhaltlich geht es gar nicht darum, sondern mich beeindruckt, wenn eine junge Frau sich hinstellt gegen lauter alte Männer und so leidenschaftlich für Europa einhält. Ja, das haben wir heute hier wieder gesehen. Wie ist das mit den 8 Millionen Österreichern? Die 8 Millionen Österreicher sind alle genauso klug oder deppert wie wir zwei. Gut. Und jetzt weiß das jeder, wo er steht. Und noch einmal, ich möchte das nur mal klarstellen, weil Österreich beschimpft ist, ich liebe diese Heimat mehr als die meisten, aber die vorgehen, sie zu verteidigen und auch die Menschen. Ehrlich? Nur eins muss man sagen, Meinung, was ich nicht leiden kann, ist, wenn Politiker wie der Herr Kurz sich hinstellen, von sich selbst fordern, etwas tun zu müssen und damit die Leute für meine dumm zu verkaufen. Meine Damen und Herren, und das darf man in Österreich sogar sagen, also, obwohl so viel installiert wird bei Fussi Mölzer. Und die Frage, sind Österreicher die beste Sendung der Woche, sind die Österreicher 8 Millionen Debile oder nicht? Nein, das war nie die Frage. Fest steht, sie sind 8 Millionen Skifans. Und weil sie 8 Millionen Skifans sind, heißt unser neuer Dancing-Star Liz Görgel. Und der kommt gleich nach der Werbepause.